Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück beim Team of the Week. Woche 8, Seahawks gegen 49ers steht an. Es gibt 3 Sterne zu holen, wenn wir das Spiel gewinnen. Einen 4. Bonusstern, wenn wir 3 User-Tackle setzen. So, es ist düster, das ist Seattle. Und wir führen den Kickoff durch, das heißt, wir spielen in den Farben der Seahawks. Hier zu Hause gegen die San Francisco 49ers und wir sehen den Kickoff. Ball an die 5. Der Return der Niners. Gestoppt an der 22 Yard. Und das erste User Tackle haben wir schon. Da sehen wir Garoppolo, Jimmy G. Gehört hier auch zu der langen, langen Verletztenliste der 49ers. Also ich glaube, rein was die aktuellen Verletzungen angeht, sind die Niners und die Cowboys definitiv die Teams, die es am meisten erwischt hat. Zweiter Tackle. Und ein 2. und 9. Wir bleiben in einer Man-to-Man-Defense. Oh. Das war der 3. User Tackle. Mostert wurde dann noch erwischt von DeMarcus Lawrence und aus dem Gleichgewicht gebracht. Das zählte Gott sei Dank. 3. und 7. Oh, der war ganz schwach geworfen von Garoppolo. Heißt, wir haben ein 3 and out. 4 und 7. Die Niners punten von der 26. Sanders freut sich auf den Return. An der 24-Yard-Linie. Läuft über die Außen. Immer noch unterwegs. Sanders an die eigene 46-Yard-Linie. 1. und 10 für die Seattle Seahawks. So, wir starten mit einem Double Slant. Johnson und Cooper links. Lamb von der rechten Seite aufs. Alle gehen auf. Und da ist der Ball. Wunderbar auf Johnson. Und das ist der Touchdown für die Seattle Seahawks. Im ersten Play. Der PET. Also unsere Slant Routes ist halt einfach das, was ich am liebsten spiele. Du kannst die Wide Receiver sehr gut einsetzen. Hast immer verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt führen wir mit 7 zu 0. Kickoff. Der Ball in der Luft. An der 5-Yard-Linie. Der Return und er ist gestoppt. An der 22. 1. und 10. 49ers. Ja, das Bonus-Goal haben wir schon. Jetzt müssen wir hier nur noch ein Footballspiel gewinnen. 1. und 10. Und da haben wir den ersten Sack. DeMarcus Lawrence kommt durch. Boah, das ist ein 2. und 17. Und das ist natürlich tödlich, wie die Offense der 49ers hier spielt. Dann ist so ein Ding ein Drive-Killer. 3. und 15 haben wir jetzt. Der Ball an der 17-Yard-Linie. Druck auf Garoppolo. Und das war ein Screen an die 24-Yard-Linie. Gar nicht verkehrt, aber natürlich viel zu kurz. Der nächste Punt, wieder ein 3 and out der Niners. Sanders geht wieder über die rechte Seite, bringt den Ball an die 49. Wir nähern uns der Mittellinie. Und wir sind im 3. Quarter. Wir nehmen wieder einen Double Slant. Ball auf der rechten Hashmarke und wieder ist Johnson frei. Ich wollte eigentlich auf Lamb gehen, aber
Johnson ist so frei. Zweites Offense Play der Seahawks. Zweiter Touchdown durch Johnson. Der PET ist gut. Es steht 14:0 für die Seattle Seahawks. Das sieht hier alles sehr, sehr gut aus. Kickoff von Seattle. Wieder an die 5-Yard-Linie wie ein Uhrwerk. Return gestoppt an der 22-Yard-Linie. 1. und 10 für San Francisco. Cowboys blitzen bei diesem 1. und 10. Man in Motion. Ein Lauf. Oh, da war eine Riesenlücke für Juszczyk, den Fullback. Das erste First Down und das durch einen Fullback. Aber First Down ist First Down. Der Ball an der 34-Yard-Linie. Garoppolo gesackt von Jones. 2. und 17. Und wir sind schon beim Two-Minute-Warning. Ja, die 49ers müssen sich was einfallen lassen. Wieder Druck auf Garoppolo und fast sogar eine Interception. 3. und lang, 3. und 17. Wieder ein Run über die Außen. Schöner, harter Hit. Der Ball ist an der 38, 4. und 6. Da werden wir nicht retournieren können, vermute ich. Deswegen versuchen wir zu blocken. Aber das war mal rein. Sonst sein, das nimmt der Ball an der 14 dann doch auf. Bricht hier sogar noch 2 Tackle für 1 Yard Raumgewinn. Nun ja. Wir starten von der eigenen 15. Double Slant. Wir gehen aber tief, denn die äußeren Receiver werden gepresst. Wir schauen mal, ob die sich lösen können. Und wie. Amari Cooper. Jetzt schon auf und davon. Und das ist ein 85-Yard-Touchdown für die Seattle Seahawks. Der PET ist gut. 21:0 steht's. Und wie gesagt, nicht zu sehen von San Francisco. Das ist mehr ein Trainingsspiel. Die Offense, 3 Spielzüge, 3 Touchdowns. Also da kann ich mich auch nicht dran erinnern, wann wir so etwas zuletzt hatten. An der 9 wird der Ball aufgenommen. An der 24 ist der Return beendet. 1. und 10. 55 Sekunden noch auf der Uhr. Die Niners noch mit allen Reihauszeiten. Schauen wir mal, was sie noch machen. Ein Play-Action-Manöver. Aber der Ball kommt nicht an. 2. und 10. Wieder eine Completion. Der Ball jetzt an der 37. Die Niners nehmen ihr erstes Timeout. Sind an der eigenen 37-Yard-Linie. Noch 45 Sekunden auf der Uhr. Auf einmal bekommt Garoppolo Zeit. Und die nutzt er. Vollständiger Pass. Wir haben einen 1. und 10 an der 47-Yard-Linie der Seattle Seahawks. Empty Backfield. Seattle mit dem Blitz und einem vollständigen Pass. Der Ball an der 35-Yard-Linie.
Neuer 1. und 10. Die Niners sind in Field Goal Range. In diesem 2-Minute-Drill die 49ers nicht mehr wiederzuerkennen. Da fragt man sich, Freunde, warum habt ihr so nicht vorher gespielt? 2010, noch 31 Sekunden auf der Uhr. Oh, der war riskant. Gegen Woods, incomplete pass. Jetzt ist es ein 3. und 10. Cowboys zeigen den Blitz. Wir machen Druck auf Garoppolo. Und der bringt den Ball an. An die 29-Yard-Linie. Es ist kein First Down, aber es ist genug, um die Field Goal Unit hier auf das Feld zu bringen. Da sind wir in den Kicker gerauscht. Schauen wir mal, ob das Field Goal wiederholt wird oder ob es zählt. Nee, die Niners haben jetzt den 1. und 10 an der 24 und treten das Field Goal, das ja gut war, ein weiteres Mal. Diesmal klappt alles. San Francisco ist auf dem Scoreboard. 21-3 der Spielstand. Wir gehen rüber in die zweite Hälfte. Da sehen wir Pete Carroll, den Head Coach der Seahawks, und der Kickoff von San Francisco. Sanders an der 9. Früh gestoppt an der 31. Erster Versuch und 10 für Seattle. Wir bleiben beim Passspiel. Smash Corners. Sanders aus dem Backfield heraus. Wir achten auf den Tight End Gonzalez auf der Seite. Der ist top gecovert. Und schaut euch mal diese Lücke an. Cunningham bringt den Ball an die 45-Yard-Linie. 1. und 10 für Seattle. Ein Slant. Johnson und Lamb links. Cooper von der rechten Seite. Diesmal geht der Ball raus zu CeeDee Lamb, dem Rookie Wide Receiver. Der macht den Catch. 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Ein Play-Action-Spielzug. Wir achten auf Gonzalez Sanders aus dem Backfield. Und unser Running Back bekommt auch den Ball und hat ein neues First Down an der 15-Yard-Linie. Bleiben wir beim Passspiel. Johnson, Gonzalez und Lamb attackieren von der rechten Seite. Der Ball zu Lamb. Touchdown Seattle Seahawks. Und ich denke mal, das war die Entscheidung. Nein, ich möchte mich revidieren. Das denke ich nicht nur. Das ist die Entscheidung. 25 Punkte Führung für Seattle gegen ein Niners-Team, das beim Two-Minute-Drill stark war mit der Offense, aber ansonsten hat man nichts gesehen von San Francisco. Der Kick an die 9. Return an die 26-Yard-Linie. 1. und 10 für San Francisco. Im dritten Quarter ist das der erste Drive für die Niners. Laufspiel an der 29 gestoppt, 2. und 7. Seattle zeigt den Blitz. Und es war ein Run. Mustard an die 29, 3. und 7. Die Chance, den Drive hier direkt wieder zu beenden. Da kommt der Druck. Oh, das muss ein Catch sein. Den Ball hat er doch eigentlich schon. Ich glaube, es war Pettis. 4. und 7. Die Punt Unit ist auf dem Feld.
Sanders an der U. Da wäre ich besser mal nach geradeaus gelaufen. Einfach nur nach vorne, aber nicht abbiegen. Das war keine gute Idee. Wir nehmen den Set-Spot. Achten auf Johnson links. Cooper ist die Absicherung. Und der bekommt auch den Ball. Das war das letzte Play im dritten Quarter. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Und jetzt stellt Seattle auf den Lauf um. 2002 in der 37. Und Sanders mit einem Move taucht er unter dem Corner weg. Und da ist dann keiner mehr. Touchdown für die Seattle Seahawks als nächste Big Play, das zu einem Touchdown führte. Die Führung damit ein schlappes 35-3. Der Kickoff der Seahawks. Der Ball an die 6. Return beendet an der 27. Erster und 10. Schöner Open Field Tackle, ganz sicher hier bei Byron Jones. Zweiter und 8. Gehen die 49ers gleich wieder in den Two-Minute-Drill-Modus, sobald die letzten 2 Minuten angefangen haben. Die Chance dazu haben sie, denn das ist ein neues First Down an der 38-Yard-Linie. Und da kommt die offizielle Auszeit. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie hier in Seattle. Empty Backfield, Garoppolo ohne Unterstützung eines Running Backs auf dem Feld. Und die braucht er auch nicht, denn das ist ein wunderbares First Down. Der Ball an der 43 von Seattle. So, und wir gehen jetzt mal in eine Zonenverteidigung. Versuchen Garoppolo die Anspielstation zu nehmen. Schöner Pass auf die Außen. Receiver geht jetzt aus, hält die Uhr an, alles richtig gemacht. Das ist ein zweiter Versuch und 4 an der 37-Yard-Linie. Boah, da lassen ihn seine Receiver wieder einmal im Stich, den armen Garoppolo. Dritter Versuch und 4 von der 37 der Seattle Seahawks aus. Und Wahnsinns-Catch. Man sah fast nur Verteidiger aus Seattle und dann greift er. Oh, das ist eine Interception, die Mills haben muss. Den muss er wirklich haben. 2010, Seattle in einer Cover 3. Und einem vollständigen Pass, schöner Hit von Mills, aber First Down. An der 11-Yard-Linie, erster Versuch und 10. Garoppolo mit Zeit. Boah, der war incomplete. Zweiter Versuch und 10. Der Ball immer noch an der 11 der Seahawks. Aber der Pass Rush kommt nicht mehr wirklich durch. Hier konnten wir Garoppolo zumindest unter Druck setzen. Und jetzt haben wir sie bei einem dritten Versuch und 10. 37 Sekunden vor dem Ende. Und da ist der Touchdown für San Francisco. Also auch hier wieder, sobald es in die letzten 2 Minuten geht, ist San Francisco da. Das Problem ist halt, ein Footballspiel besteht halt nicht nur aus den letzten 2 Minuten. Da ist ein bisschen mehr Zeit dahinter. 35-10. Also es gibt hier keinen Onside-Kick oder irgend so eine Spielerei. San Francisco weiß auch, das Spiel hier ist schon lange, lange entschieden. Sanders an der 6
mit dem Return. Oh, und da der Platz. Da der richtig Platz. Bringt den Ball an die 30-Yard-Linie. Riesen-Return von Barry Sanders. Erster und 10 für die Seattle Seahawks. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Wir laufen mit Barry Sanders. Der Ball ist an der 26-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 6. Lauf über die rechte Seite. Das letzte Play im Spiel. Einmal noch Barry Sanders. Boah. Und der ist noch in der Endzone. Nein, das ist ein First Down. Kein Touchdown. Den Ehrgeiz hatte San Francisco da. Aber nichtsdestotrotz schlagen die Seahawks die 49ers 35-10. Wir holen 1, 2, 3. Alle 4 Sterne. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.